Moin Moin und herzlich willkommen zu Rollercoaster Tycoon 3 und herzlich willkommen zurück zur 27. Folge Szenario Broom Lake. Nachdem ich letzte Folge sensationellerweise festgestellt habe, dass ich erstmal diesen Unternehmer erfolgreich abschließen muss und dann erst Tycoon machen kann, kümmern wir uns jetzt darum, das Darlehen zurückzuzahlen und starten schon mal die Zeit. Oder die Geschwindigkeit besser gesagt. Und der Park ist einfach mega dreckig. Ich weiß, das kostet Geld, aber für die Parkbewertung ist es echt bitter. Und deswegen hole ich mir noch eine Reinigungskraft. Ich habe nämlich nur zwei. Und die kriegen das alleine nicht geborgen. Ich könnte der vielleicht auch nochmal eine Route zuordnen. Weil hier vorne ist es echt bitter. Hier ist es auf jeden Fall erstmal die schlimmste Strecke. Ich investiere erstmal. Denn wenn man wirtschaftet bzw. wirtschaften will, muss man auch mal installieren wollte ich gerade sagen. So, in der Forschung haben wir jetzt eingespart, das brauchen wir nicht mehr so. Was ich aber nochmal machen werde, ist eine Werbekampagne. Also hier unten sieht man ja ganz gut meine Einnahmen. Also ich mache im Schnitt leider Gottes nur um die 200 Münzen pro Monat oder Euro. Das heißt, ich brauche noch eine ganze Weile, um die 8000 zurückzuzahlen. Also 5 sind es ja eigentlich nur noch. Das wären ein paar Monate. Ich investiere nochmal in eine Marketingkampagne. Jetzt muss ich kurz überlegen, das mache ich nicht so oft. Hier, irgendwo, Marketing. Und zwar, was ganz gut lief. Ach komm. Ja, dann stelle ich eine neue dafür ein. Coupons für einen freien Eintritt. Das lief sehr gut, meiner Meinung nach. Letztes Mal hatte ich das Magazin für Eltern. Die Schlitzzeitung ist nochmal ein bisschen günstiger. Machen wir mal 3 Wochen. Oder 4. Wir machen 4 Wochen. Ja. Dann wird das, glaube ich, besuchertechnisch nochmal ganz ordentlich aussehen. Ja, ist doch top. Der hat da hier schon mal ordentlich sauber gemacht. Vielleicht werde ich mal... Wie sieht das aus? Abfall und Erbrochenes ist besser geworden. Ich hatte das mal zuletzt geguckt gehabt. So, ich werde mal seine Route nochmal hier ein bisschen erweitern. Und hier. So, dann hat er auf jeden Fall genug zu tun. Und wie gesagt, die schlimmsten Ecken sind hier erstmal fertig. Die hier richtig übel aussehen. Okay. Weil es so lange dauert, okay. Aber das kann ich nicht schneller machen. Ich kann es nur teurer machen. So, und das muss auch teurer hier, wenn ich das so sehe. Ich weiß, bei 2,30 ist immer so ein bisschen, zumindest letztes Mal ja genau die magische Grenze gewesen. Da sind immer sehr viele weggegangen. Aber es stehen so viele Leute an, da... Ich glaube, das Risiko gehe ich ein. Ja. Wir stehen dann immer noch sehr, sehr viele ein. Deswegen... nehmen wir die Kohle mit. So. Tracke ich ohne Ende. Aber die Parkbewertung geht ein bisschen nach oben, das ist gut. Besucher kommen auch ein paar dazu. Neue Attraktionen baue ich erstmal nicht. Ja, also das Ding muss echt sauberer werden. Ich mache die Zeit einfach nochmal ein bisschen zügiger.
Hier ist er natürlich auch schön dreckig. Personal. Beste Zuverlässigkeit. Ja, nicht schlecht. Oh, ich habe gar nicht mitbekommen, dass eine Reinigungskraft, dass die schon weg war. Ach, hat gekündigt. Da doch, da steht's. Ja. Achso, das Ding werde ich gleich abreißen. So, und er war das ja, glaube ich, mit der Route. Ja. Die kann er nämlich mal gleich hier erweitern. Wenn er eh immer hier vorne ist. Jetzt stehen da gerade welche an. Ja. So, die kann er erstmal schön bezahlen. Jetzt gehen die rein, oder was? Seit wann das denn? Hm. Gut, wenn es läuft, sollen sie das erstmal machen. Ja, hier gehen auch immer noch genug rein. Obwohl, wie viele sind jetzt... Wie viele sind auf der Bahn? 24. Es passen rein 36. Okay, ich mache mal nochmal doch ein bisschen günstiger. So. Ja, die stehen hier schon eine Weile an. 32 sind drauf. 32 passen rein. Alles klar, dann kann das auch auf jeden Fall teurer. Die sind fast bei 4000. Fahren die zwei Runden? Kein Mist. Oh, schleppend, ne? Jetzt, Abfall und Erbrochenes ist wieder gestiegen. Ganz toll. Ich muss leider noch eine Reinigungskraft einstellen. Die werde ich hier oben nochmal platzieren und die andere kann dann random rumgehen. Alter Opa, okay. Ich hoffe mal, der arbeitet schnell genug. So, dann sind hier zwar zwei Leute drauf, aber hier ist auch das meiste an Schmutz. So, dann kann er hier noch mitmachen, warte. So. Ja, dann haben wir das hier oben auf jeden Fall auch sauber. Machen wir ein bisschen hin. Die 50 investiere ich hier auch nochmal. So, wir haben jetzt deutlich mehr Gäste. Natürlich auch dem Coupons gerade geschuldet. Und die geben natürlich auch hoffentlich ein bisschen was aus. Die Geschäfte laufen gut. Die erste Hilfe kann ich nochmal abreißen. Ah, komm, lass mal. So. Brechen voll und brechen dreckig. Alter Verwalter. Haben wir hier keine Mülleimer hingestellt? Das machen wir nochmal. Denn wie gesagt, ich glaube, oder bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das in jedem Fall auch eine Rolle spielt, wie viele Besucher hier dann auch hinkommen. Da steht ein Mülleimer. Da stehen eigentlich auch welche. Trotzdem ist es hier immer schweinedreckig. Und wir hoffen, dass sie es ein bisschen nutzen hier. Komm, da stellen wir noch einen hin. So. Weltraumshake. Hier wollte ich gucken. Da, ja, das läuft richtig gut. Das, ja, geht, ne? Wir kaufen nichts.
1-3, heftig. Hier stehen echt gut viele an. Ey, das ist natürlich. Das ist natürlich sehr cool. Wenn die so eine Inspektion haben, dann hat das quasi gar keine Probleme oder macht es gar keine Probleme. Keiner muss irgendwie warten oder ähnliches. Boah, das Klo macht sogar Plus. Boah, das ist doch. Ah ne, da sitzen wir hier dran. Ah, okay, lassen wir nochmal. Alle 10 Minuten, sehr gut. Das läuft auch ganz gut. Ja, das ist denen zu teuer gewesen, ne? Sitzen aber hier drauf. Bin das nicht irgendwie irgendwo? Zeigt er wahrscheinlich jetzt an, wenn wir losfahren. Okay, machen wir das nochmal wieder ein bisschen günstiger. Reicht nicht. Okay, 23. Schon mehr Plus machen, wenn halt die Preise nicht so unverschämt sind. Aber es müssen halt auch so viele anstehen, dass genug reingehen, ne? Sonst macht das keinen Sinn. Okay, aber wir machen hier nochmal 10 Cent weniger. Weil rein wollen ja auf jeden Fall viele, das sieht man ja. Okay, das passt, glaube ich. Ja, das ist gut. So, hier sind jetzt 5 Personen auf der Bahn. Das war doch sonst auch immer voll. Ah, okay. Ich denke mal, das hing auch ein bisschen mit dem Ausfall zusammen. 4500. Boah, ist das trüch. Meine Herren. So, auf der Kinderbahn stehen schon wieder welche an. Gut, die Frage wäre jetzt, wenn man nochmal was Günstiges hätte. Das ist jetzt nicht günstig. Das ist günstig. Das nimmt ein bisschen Platz weg. Und wird, glaube ich, teuer, wenn ich es hier mache, ne? Geht da nicht. Wird gar nicht teurer. Wurde es nicht irgendwie mal teurer? Das investiere ich jetzt nochmal. Das ist der Eingang. Das ist der Ausgang. Ja, den, wenn ich das dann da mal irgendwann mal hinkriege, baue ich den so nicht ganz, obwohl. 4 Leute. Dann machen wir das hier gerade rüber. Zack. Glück gehabt. Ich habe das fast zu spät gesehen, dass das da so abwärts geht. Hallo? Oder warte mal. Genau. Nochmal, nochmal, nochmal. Zack, verbunden. 4 Leute nur. 4 Leute nur. Dafür sind die Kosten nicht so hoch, okay?
Entschuldigung. Aber wenn das Ohr kratzt, dann kann man nicht anders. So, pass auf hier. Viertel Last habe ich. Viertel. Ja, Viertel Last ist einer. Hier, pass auf, wir machen das. Okay, das ist denen alles zu teuer, Mist, ey. War vielleicht nicht so eine tolle Idee. Werde ich mit Streifenshirts den das Spiel gewinnen? Ich denke nicht. Da war da gerade noch ein Weg. So, jetzt gehen die rein. Perfekt. Dennoch baue ich es. Hier oben ist Betrieb. Können die sich auch ein paar Shirts zulegen. Aber ich glaube, das Teil wird sich rentieren. Oben gehen so viele Leute lang. Oh, die Parkbewertung ist richtig stark. Mittlerweile. Und die Besucherzahl, ohne dass ich jetzt noch irgendwelche Kampagnen laufen habe, recht hoch. Sicherlich auch ein bisschen dem geschuldet, dass der Park halt so sauber ist, ne? Also so weit bin ich jetzt nicht mehr davon ab. Wir können ja mal. Ich glaube, dann geht die Zeit nicht weiter, ne? Mal ein paar Bahnen mitfahren. Ich hoffe, die sind dann auch nicht zu sauer, aber, ne? Wir wollen ja mit vollen Bahnen fahren, die sind ja sehr empfindlich hier bei der Hitze. Deswegen müssen die das aushalten. Guck mal, was hat er für Gedanken? Oh ne, alles gut. So, der macht jetzt nur eine Inspektion, alles ist gut. Und lässt er jetzt noch welche rein? Nee. Okay. Na gut, aber die stehen wieder an. So, hier ist auch voller Hütte. Nicht ganz, okay. Das können wir ja nochmal ändern sonst. Ich glaube, Halblast ist das Bessere. Weil ich hier relativ hohe Preise habe. Ich habe jetzt so eine hohe Parkbewertung. Ich werde auch den Eintrittspreis erhöhen. Ich glaube, das habe ich verdient. Hier vorne, ich glaube, die Geschäfte, hier kann man sogar fast bis auf die Information vielleicht. Mal gucken, ist hier noch mehr. Da gibt es Regenschirme, okay. Oh, das läuft ja. Ist hier noch was? Ja. Das sind die einzigen beiden Läden hier. Okay. Dann kann es weitergehen. 5000. Also nicht mehr lange. Wobei mir gerade einfällt, was sollen die eigentlich hier hinten, die Besucher, ne? Pass mal auf. Beschleunigen die ganze Geschichte mal ein bisschen. Weil dahin werde ich den Park nicht ausbauen. Mann. Ist das eine Teil hier? Zack. So. Zack. Wenn wir die noch wegnehmen hier. Warte mal, ich mache das mal einzeln. Das ist gerade, finde ich gerade ein bisschen unübersichtlich. Zack, zack. Dann haben wir hier schon mal wieder 10 Münzen. Was bringt uns der Zaun hier? Gar nichts.
Dann kann er stehen bleiben. Und rein theoretisch brauchen die auch nur bis da gehen. Dann hätte ich da nochmal wieder Platz für eine Attraktion. Geh da zurück. Ach so, ja, stimmt, wo sie jetzt gerade so geht. Von mir aus können die laufen, wie die wollen. Hoppala. Die muss ich mir den gleich schnappen. So, hier, komm mal her. Ja, sorry. Er ist verwirrt. Wandert. Jetzt ist alles gut. Dino-Maske. Ja, ich hier diese Dinger werde ich alle kaufen. Weil die rentieren sich hier irgendwie gerade richtig. So, wir sind bei 5, 7 und am Ende einer Folge. Genau, das Ding wird auch hier rechtzeitig genug Kohle machen, glaube ich. Park ist sauber, die Bewertung ist top. Wir sind bei fast 6000. Ich bin mir sicher, dass wir in der nächsten Folge die Mission, zumindest die mittlere Mission, schaffen. Unternehmer auf jeden Fall. Und Tycoon, ja, eigentlich ja dann auch recht zügig. Also sobald der VIP halt denn da war. Das geht dann schnell. Ich brauche halt noch 2000 Euro. Und es geht jetzt bei der Geschwindigkeit auch recht zügig. Ich bin zuversichtlich. Ich habe den Park jetzt ins rechte Licht gebracht. Und hier werden jetzt genug Leute kommen. Und ich habe den Preis erhöht auf 2. Wir haben trotzdem noch so viele Besucher im Park. Das passt. Cool wäre jetzt noch zu wissen, ob hier auch Leute zurückgehen und die halt sagen, ist mir hier zu teuer. Das wäre noch ganz cool gewesen. Ja. Aber man kann nicht alles haben. Wie läuft eigentlich hier das? Es geht so. Gut, wir haben 6000 Münzen. Damit verabschiede ich mich. Und wir sehen uns in der 28. Folge wieder. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss.